Artikelnummer SCP-895. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-895 ist im verschlossenen Zustand in einer isolierten, unterirdisch liegenden Verwahrzelle in einer Tiefe von etwa 100 Metern zu lagern. Es dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung von mindestens zwei Level-3-Mitarbeitern keine Kameras, Mikrofone oder andere Aufzeichnungsgeräte in den Umkreis von 10 Metern der roten Zone von SCP-895 gebracht werden. Alle Mitarbeiter, welche sich vor Ort aufhalten und ein ungewöhnliches Verhalten oder Anzeichen eines psychischen Traumas zeigen, müssen unverzüglich untersucht und vom Standort entfernt werden. Sollte es die Situation erfordern, muss auch die Terminierung in Betracht gezogen werden. Bei SCP-895 handelt es sich um einen kunstvollen Eichensarg, der von SCP-Personal am aus der Leichenhalle geborgen wurde, nachdem es Berichte über ungewöhnliche Aufnahmen der Überwachungskameras gab. Bei einer Befragung konnte der Bestatter nicht ausführen, woher SCP-895 stammt und wie es in die Leichenhalle gekommen ist. Als SCP-895 vor Ort von Agenten geöffnet wurde, erschien das Objekt leer, jedoch wurde von Betrachtern des Live-Feeds der Kamera Daten gelöscht beobachtet. Bis auf Weiteres muss SCP-895 stets geschlossen bleiben. SCP-895 verursacht Störungen in Video- und Bildaufzeichnungsgeräten, welche sich in einem Umkreis von 50 Metern befinden. Diese Störungen gleichen lebhaften und verstörenden Halluzinationen, deren Dauer und Periodizität in Abhängigkeit zur Entfernung von SCP-895 stehen. Aufnahmen, die in einer Entfernung von weniger als 5 Metern von SCP-895 angefertigt wurden, können bei den meisten Personen schwere psychische Traumata und Hysterie verursachen. Diese Wirkung tritt auch bei Beobachtern auf, welche sich physisch nicht im fraglichen Gebiet befinden. Anhang 895-01. Auszug aus den Audioaufnahmen von SCP-895s Bergungsbericht vom Team 1, hier Einsatzleitung. Alle Zivilisten wurden festgenommen und evakuiert. Sie haben grünes Licht zum Betreten und Bergen. Roger! Einsatzleitung, wir gehen rein. Wir sind in der Lobby. Videoüberprüfung. Team 1, wir empfangen. Wir sehen Blut an den Wänden. Bitte bestätigen. Negativ. Einsatzleitung, es ist sauber hier drin. Nichts Ungewöhnliches. Es ist weg. Team 1, achtet auf mögliche mimetische Effekte. Verstanden. Team 1 begibt sich in den Lagerbereich. Wir sind im Lagerbereich. Objekt lokalisiert. Gott, es bewegt sich. Team 1 bestätigen, Objekt scheint zu leben und sich zu bewegen. Negativ, Einsatzleitung. Wir sehen keine Bewegung. Objekt scheint normal zu sein. 2, mach es auf. Sir, es ist leer. Einsatzleitung, das Objekt scheint leer zu sein. Einsatzleitung, verstanden? Kommen, Einsatzleitung. Scheiße, wir hauen ab. Mach das Ding zu. Anhang 895-02. Nach dem Vorfall Daten gelöscht und dem Verlust von 3 Mitarbeitern wurde die rote Zone von SCP-895 von 5 Meter auf 10 Meter erweitert und die Schichten des Sicherheitspersonals vorsorglich auf 4 Stunden reduziert.